Hey Thanos, hier habe ich jetzt die Hint für euch mitgebracht. Die Hint ist eine Grenier Burst Feuerwaffe, also eine Salvenwaffe, die auch noch einen sekundären Einzelschussmodus hat. Und alles in allem, die Waffe ist, ja, die ist ganz okay. Also ich zeige sie euch einfach gleich beim Einsatz. Ich habe für euch ein Bild vorbereitet, den man auf den primären als auch den sekundären Modus nutzen. Also den Bild kann man für beide Modis nutzen. Und da habe ich drin geteilte Kammer, Einkerbung, bösartige Kraft, Hochspannung, infiziertes Magazin, Sturmbringer, vigilante Eifer und vigilante Aufrüstung. Und an sich, abgesehen von Elementarmods, würde ich jetzt nichts in diesem Bild ersetzen. Lohnt sich meiner Meinung nach einfach nicht. So, dann zeige ich euch das Ganze erstmal gegen Level 150er Heavy Gunner. Erstmal den normalen Bild. Also Burst Fire. Also ist nicht sehr berauschend. Überhaupt nicht berauschend. Und jetzt gerade noch den sekundären Feuermodus. Wobei, den finde ich jetzt etwas unangenehm bei der Waffe, weil man ihn nicht festlegen kann, sondern wirklich wieder mal jeden Schuss einzeln auslösen muss. Oh Gott, muss man hier oft klicken. Aber rein theoretisch, vom Damage Output her, ist das okay. Wenn sich da jetzt die richtige Taste dafür festlegt, also sagen wir mal das Mausrad oder dafür ein Makro schreibt, dann ist das brauchbar. Ja, aber alles in allem, ich mag die Waffe nicht. Sie lässt sich nicht angenehm spielen. Ist einfach nur meine Meinung. Wenn ich das gegnerische Level reduziere, kann ich auch gegen alle Fraktionen das verwenden. Sagen wir, statt Level 150 nehmen wir nur noch Gegner Level 80. Dann hole ich hier mal eine gemischte Palette. Und dann haben wir jetzt noch hier kurz unseren Spaß. Wir sehen, selbst der Level 80er Uralte braucht ordentlich viele Schüsse. Also alles andere als optimal, diese Waffe. Aber nichtsdestotrotz, wir können damit unseren Spaß haben, wenn wir nicht so hoch vorstoßen möchten. Gut, das wär's soweit eigentlich mit dieser Waffe. Falls ihr jetzt wirklich meine Meinung nach zu dieser Waffe, also wenn ihr jetzt wirklich meine Meinung zu dieser Waffe hören wollt, ich finde sie nicht gut. Sie ist brauchbar und sagen wir mal bis Level 70 bis 80 kann man sie benutzen, aber danach wird's wirklich grenzwertig, beziehungsweise hier bei Level 80, das war stellenweise wirklich doch schon ziemlich zäh und nicht angenehm zu spielen. Also, wenn ihr auf Burstwaffen steht, da haben wir bessere, ganz im Ernst. Ich sag mal nur Paracyst oder die Burst and Prime. Das sind gute Burstwaffen. Die Hint hingegen, absolut nicht meine Welt. Naja, gut. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis bald.